Yeah.
Turnhosen und der Turnhosen. Schön, dass ihr gekommen seid. Ihr merkt schon, Advent, es weihnachtet. Weihnachten im Zeichen des Lebkuchs, im Zeichen der Kastanienmenschen, der echten Gefühle und der totalen Heuchelei. Aber macht euch keine Sorgen, wir werden es auch diesmal wieder durchstehen. Frohes Fest! Weihnachten, die Zeit des Lebens, Zeit zu vergehen und zu verzeihen. Ich und du nimmst mich in alle Türen. Lass uns zusammen fröhlich sein. Nicht ist heute möglich, auch ein Wunder kann geschehen. Jeder Traum geht in Erfüllung, wenn du es möglich willst. Let's go.
Thank you.
Hey, wenn der Boden rutschig ist, gebt euch gegenseitig hoch. Wie immer und wie eh und je. Die meisten von euch wissen sowieso Bescheid. Super, so viele Gesichter. Echt, vielen Dank. Den Boden habe ich heute auch schon geküsst, heute Nachmittag beim Rollschuhfahren. Wollte ich sehr lässig werden. Bin mit so einem Teller Spaghetti hier durch die Gegend gesaust und voll gegen die Absperrung geheizt. In diese scheiß Spaghetti rein. Interessiert aber jetzt gerade keinen, oder? Doch? Okay, ich erzähle euch dieses Stück. Super Bonnie und Clyde. 2, 3, 4! Don't be afraid.
Okay, jetzt wird es ein bisschen kitschig hier. Das ist aus meiner Studentenzeit, als ich mal als Miet-Weihnachtsmann gearbeitet habe. Ich musste aber nach 3 Tagen entlassen werden, weil du kriegst wirklich an jeder Haustür so einen Schnaps. Und ich habe halt ein paar Aufträge versiegt. Egal, die Geschichte geht dann nicht mehr ganz so autobiografisch weiter. Hier ist der Weihnachtsmann vom Dach. Ich hab den Weihnachtsmann mit eigenen Augen gesehen. Er ist zur Zeit bei uns im Haus und hält sich dort versteckt. Nicht nach Äpfel und nach Schnee, er kommt wohl gerade aus seinem Wald. Seine Augen sehen so traurig aus. Ihm ist bestimmt ganz kalt. Hört mir irgendjemand zu? Der Weihnachtsmann ist hier bei uns. Er hängt auf dem Dachboden rum. Ich komme ihm auf Hilfe und ist in Not. Plätzchen, Nüsse und Geschenkpapier sind Bilder auf dem Boden zerstreut. Zwischen 2 Wunschzettel und einer Flasche Schnaps ein Studenten aus Weiß. Der rote Mantel und sein weißer Bart setzt sich tiefer neben seinen Sack. Mitten drin ein ungefilter Stuhl. Auf einer Karte steht man wie mein Gruß. Ich hoffe, es geht euch gut. Seid nicht böse, immer mein. Rhythmus mit dem Kerzenlicht, das in der Ecke brennt. Er hat sich direkt unter Fenster an einem Balken aufgelegt. Man kann die frischen Backen von hier hören, wenn man ganz leise ist. Ein Tagebuch liegt auf dem Tisch, der letzte Landtag ist noch frisch. Nur einen Satz schrieb er groß und klein. Ich bin hier und bin im Himmel frei. Ich hoffe, es geht euch gut. Seid nicht böse über meine Flut. Ich schau euch trotzdem von hier auf. Oh!
immer vorgestellt. Das Paradies, das muss so ähnlich aussehen wie die Düsseldorfer Altstadt oder sowas. Und die Hölle wäre dann Köln. Hölle war bei mir komischerweise immer so was Ähnliches wie. Scheißegal, dieses Stück heißt Paradies. Und es geht eigentlich um die katholische Kirche. Sagen, was wird uns geschehen? Vielleicht schwimmt es ja doch. Lass das Leben eine Prüfung ist, in der wir uns gewähren sollen. Du wirst ihn in alles verstehen, darf in den Himmel kommen. Für den ganzen dreckigen Rest hat die Hölle der Wiedergeburt. Als du bist auf wie wir zwei. Als ein Chaos-Polizist, als ein Gott in einer Zirkus-Show, die keiner sieht. Um mit dem Schicksal zu entfliehen, von mir aufs Leben nicht mehr wird. Jeder Tag wird mir nicht mehr gehen, ich stehe vor dem Arsch-Bewegen. Nur wenn immer ganz im Beichtstuhl will, als er es so in der Lauf. Woo!
Come on.
Kleines Mädchen, das könnt ihr bei euch im Haus wohnen, in eurer Straße, in eurer Stadt wohnt es auf jeden Fall. Und dieses Lied heißt Böser Wolf. Sie weiß keinen Rat und versucht wegzusehen.
als ich dachte, sonst wär ich da nicht gestorben. Thank you.
einen der besten Filme, die es je gegeben hat, ist meiner Meinung nach Stanley Kubricks Uhrwerk Orange gewesen, Clockwork Orange. Und diesem Film haben wir ein Lied zu verdanken, was uns immer sehr, sehr wichtig war. Es geht ungefähr so. Ey, für die Statistiker, ich habe mich heute noch kein Mal versunken, ne? Ich schaffe es! Heute schaffe ich es! Yeah.
Kulturecke, also Volksmusik im besseren Sinne. Wenn wir anfangen mit einem Traditional aus Jugoslawien. Wann habe ich das eigentlich das erste Mal erzählt? Ich glaube bei Sigi im Schweinestall. Wer kennt Sigi? Ein paar von euch, oder? Sigi hat diesen Schweinestall. Und da ist diese Geschichte her. Folgendes Lied. Ein altes jugoslawisches Fischerlied, damals, als es Jugoslawien noch gab. Wer von euch mal in Dubrovnik gewesen ist, kann sich sicherlich erinnern. Es geht folgendermaßen. God's land never brought to mind. Should all
Nächste Mal, oder? Ich bin ganz nah dran. Ladies and Gentlemen. Okay. Zurück nach von Jugoslawien. Jetzt ein kurzer Hochfahrt nach Frankreich. Dieses das Lied, was damals an der Bastille die französische Revolution eingeleitet hat. Fuck. Sag mal, wo sind diese Kastagnetten? Ja, mit dieser Kastagnette wurde König Ludwig ja damals erschlagen und das liegt hier drüber voll damals. Also, Tradition aus dem 12. Jahrhundert. Wo ist mein fucking... Entschuldigung, fuck, das sagt man jetzt so, wenn man L.A. Experienced ist, verstehst du? Fuck, das ist, das muss Jode... Wenn du international mithalten willst, musst du schon fuck sagen, nicht fick. Seid ihr international? Ruft endlich mal fuck! Fuck! Okay, nicht schlecht. Also dieses fucking little piece of music ist, wir haben gesagt, aus Frankreich, es geht von Massen. Es kommt dann am Ende alles aus. Uno, dos, tres, cuatro! Jetzt mal ehrlich.
Entschuldigung. Ich muss hier mal unterbrechen. Tut mir leid, aber echt, ich habe mich jetzt so lange auf diese Stelle mit Köln gefreut, wenn ich die nochmal haben könnte. Das ist meine Lieblingsstelle. Acht kleine Jägermeister fuhren gerne schnell. Sieben fuhren nach Düsseldorf. Ist von Bing Crosby. Sie hat etwas Schönes in diesen besinnlichen Zeiten. I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I. Listen, and children, listen to hear sleigh bells in the snow. I'm dreaming of a white Christmas, with every Christmas card I write. Christmas, what I write. My days be buried in the grave.
Ich sage euch, seit Jahren haben wir nicht mehr so eine gute Crew gehabt. Und da gehören unter anderem zwei Spezies zu. Der eine ist Vom Gennadier. Vom Richie aus England. Versucht uns immer das Schlagzeug einzustellen. Und dann haben wir König Nopper. Wo ist Nopper? Warmer Applaus für Nopper! Ey, Nopper, ey. Ich hab dir gesagt, du darfst nur kommen, wenn die scheiß Hotelschlappen bei hast. Womit kommst du denn hier an? Runter, das war's. Okay, Nopper macht sonst immer die Gitarren. Aber ihr wisst ja, dass eigentlich die Rodis besser sind bei den Hosen. Das ist keine Kunst. Und sie haben immer eine große Schnauze gehabt, jetzt sollen sie es auch zeigen. Hier spielen sie mit uns ein Liedchen, das heißt Little Drummer Boy. Viel Spaß.
dafür, dass ihr die Jungs heute so nett empfangen habt, die aus Melbourne zu uns gekommen sind. Die deutschen Daten, die waren noch nie in Europa. Und nach 30 Stunden Flug, finde ich, haben die sich ganz gut gehalten hier, oder? Inklusive 5 Stunden Wartezeit in Frankfurt. Living Land, where are you? Wir sind dann heute Nachmittag nochmal dieses Liedchen durchgegangen. Wahrscheinlich wird das jetzt eine riesen Kakophonie, aber ich frage euch ganz ehrlich, ist das nicht scheißegal? Ja, dem Kritiker wird es wieder grausen, aber ich finde, irgendwie ist da ab einer gewissen Uhrzeit draufgeschissen, ne? Hauptsache, es kommt Krach raus. Welt der Technik hier, so ein Kontrabass muss natürlich verkabelt sein. Vor allen Dingen dann, wenn man das Playback-Tape kaschieren will. Dann gehören so technische Schwierigkeiten zum absoluten Muss einer Band mit super, super, super viel Credibility. Credibility? Ich glaube, ich rede jetzt. Ich fange langsam an, Scheiße zu erzählen, oder? Sag mehr Musik machen. Die Stück ist von Slade. So ein altes 70er-Jahre-Ding. Apropos Glamrock. Da gibt es ja jetzt diesen Film, wie heißt der noch? Diese Velvet Goldmine. Geht da nicht rein, der ist total scheiße. Ist totaler Schwachsinn. Nur der Schauspieler sieht gut aus und die Musik ist gut gewählt, aber die Handlung ist völliger Bullshit. Okay, dieses von Slade, das heißt Merry Christmas. Warte mal, nee, es geht natürlich so. Merry Christmas, everybody! Okay, ich hab da noch so einen alten.
einen alten Auflager, der geht so. Sonst dich zu verlieren.
Doch jetzt bin ich wie ohne. Ich vergesse
Hungry and not enough, that it's you with me.
Mein nächster Mann nach Mission, es hat ganz schön
Thank you.